Der Abriss der Post an der Bürgermeister-Heidenreich-Straße in Fahre schreitet voran. Mittlerweile hat sich der Abrissbagger von hinten durch das Gebäude bis zur Frontfassade durchgearbeitet und trägt den Bau Stück für Stück ab. Im Mai soll das Postgebäude komplett abgerissen sein. Auf dem dann freien Gelände soll ein Parkplatz mit Grünflächen entstehen. Für eine Variante mit Bäumen zur Straßenseite hin hat sich der Bauausschuss der Stadt bereits ausgesprochen.